Vorgestellt wird die EL-153, eine Sendetetrode für Kleinsignalsender im Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich. Die Röhre selbst ist für den Eintakt- und Gegentaktbetrieb ausgelegt. Im Eintaktbetrieb leistet sie ca. 30 Watt im HF-Bereich und im Gegentaktbetrieb ca. 80 Watt. Die Röhre selbst ist luftgekühlt und ist als Tetrode ausgelegt. Hat also nur ein Steuergitter und ein Schirmgitter. So, ob das mit dem Zoom funktioniert. Man sieht unter anderem der starke Käfig für das Steuer und das Schirmgitter. Daran rechts und links sind befestigt die beiden Getterpfannen. Der große Aufbau dieses Käfigs liegt daran, dass dieser auch als Kühlung, also als Radiationskühlung fungiert, weil die Steuergitter sehr heiß werden. Diese Röhre hat einen Spezialsockel. Wie sehr viele Senderöhren. Und der Grund, warum ich diese Röhre jetzt zeige, ist der, ich habe eine zweite Variante, die während des Betriebs stark überlastet wurde. Wer noch eine Originalverpackung von solchen Röhren noch nie gesehen hat, die sieht so aus. Und zwar die Röhre, die ich vorstellen wollte, ursprünglich ist sie im Betrieb stark überlastet worden. Die Anode hat rote Backen bekommen, also hat geglüht. Und zwar so stark, dass ein Teil der Beschichtung abgeplatzt ist. Man sieht auch, beziehungsweise im Kamerabild ist es jetzt nicht so gut zu erkennen, dass das Glas stark geschwärzt ist. Das ist abgedampftes Material. Dieser Prozess hat interessanterweise nur auf einer Seite der Röhre stattgefunden. Die Röhre lässt sich noch testen. Allerdings, ob ein Dauerbetrieb noch stabil funktioniert, kann ich nicht sagen. Weshalb es zu der Überlastung kam, auch nicht. Ein Klassiker wäre, dass die Steuergitter falsche Spannungen bekommen haben. Und somit der Anodenstrom weit über die Toleranz hinaus gestiegen ist.
im Vergleich. Links ist die fast neue Röhre und rechts ist die etwas ausgelutschte EL 153.